Oldun der Mist. Werde ich einfach angegriffen. Ich wollte eigentlich da am Spiegel noch schauen und schauen, was er da sagt. Geh mal aufs andere Scheißhaus, mal schauen, ob da. I'm awesome. Sexy both on and offline. I'm awesome. Sexy both on and offline. Warte mal. Ich muss, glaube ich, die Maus ein klein wenig zurücksetzen. Das war immer noch relativ schnell, hä? Denn hier auch kein Käse. Bei meinen kommt Blut raus anscheinend. Hm? Macht sogar Flippergeräusche, wenn man drauf. Gibt auch Munition, hä? Ja, was sind das da für Kleber? Reden oder so kann man, glaube ich, nicht. Ne? Was steht da? Sie hat letzte Woche zweimal ihre Schicht verpasst. Wird bald gefeuert, steht dort. Also die Rede ist wahrscheinlich von, ich glaube, Stefanie heißt sie, oder nicht? Energie oder was? Was ist das für die da? Ah, Käse, schau.
habe Käse gefunden, aber ich kann es anscheinend nur so mitnehmen. Ne, falsche Seite, warte. Irgendjemand schießt auf mich, aber ich glaube jetzt mal. Jetzt da reingelegt. Yes, it's time to eat turd and cheese stew to gather strength to destroy the psychos. Cheese, this pleases us. Yes, it's time to eat turd and cheese stew to gather strength to destroy the psychos. Der unsichtbar, oder wo ist denn der? Hä? Hier ist auch einer, aber ich kann die nicht abknappen. Kann gegen die nichts machen. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder ob das so sein soll. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich geliefert. Aber ich teste das jetzt mal aus. Ich bin eigentlich zu 90% überzeugt, dass ich da drauf gehe, wenn ich jetzt da runterspringe. Ah, jetzt sind sie oben. Einfach den Speicherstand neu laden und tada. Problem gelöst. Das heißt, da war wahrscheinlich der Speicherstand irgendwie verbuggt oder so.
Ich weiß nicht, ob es hier noch sonst was zu entdecken gibt. Slopos Kinderwelt, Spielzeug des Monats. Bei Slopos Essen und Durchfall bekommen, garantiert. Slopos, frittierte Fladennugget, Pommes, Softdrink. Irgendjemand macht da mega Geräusche, aber ich weiß nicht woher das. Geh mal da hoch. Irgendwo ist etwas explodiert oder so. Auf jeden Fall ist das Ruhe. Ich geh mal schauen, ob es jetzt irgendeinen Geheimgang freigeschalten hat oder so. Ja. Sind das Hirne, die da rumlaufen, oder was ist das? Ich liebe das Spiel schon jetzt, weil man... Ich denke, die greifen mich schon an, oder? Ach du Scheiße! Ja komm, ich räume mal auf, mal schauen was passiert. Erinnert dann die bei Doom ein bisschen klein wenig. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt reingehe, ob das jetzt immer noch bösartig ist. Nein. Explosiver Abwassermörder, oder auf jeden Fall witzig gemacht finde. Ich
komme sicher beim Kühlschrank raus. Denke ich jetzt. Okay, das geht nicht. Ah, Käse ist wieder da. Oder hat's noch mehr? Soll ich den nochmal Käse bringen? Ich teste das mal, wenn man den vielleicht zweimal Käse bringt, ob das irgend... Vielleicht irgendwas Spezielles nochmal. Also von diesen Viechern kommen immer wieder anscheinend. Kann ich so schießen? Ja. Die wollen mich abhalten von meiner Käsemission. Ich weiß ja wirklich nicht. Kann ja sein, dass die Ratten Freude haben, wenn ich ihnen zwei Stück bringe. Die haben es schon gefressen, hä? Yes, it's time to eat turd and cheese stew to gather strength to destroy the psychos. Hat's da noch mehr Käse? Ich weiß nicht, ich mag so Spiele, wo zum Teil so ein bisschen surreal sind oder so ein bisschen abgedreht. Weil es halt einfach mal was anderes ist. Das hebt sich mal ab von der Masse, sag ich mal. Ich kann mal da hinten noch schauen im Zelt, ob es da noch Nachschub. Also ich denke, hier die Ecke habe ich, glaube ich, jetzt ziemlich abgehakt. Hm? Hier war ja der Geheimgang in die Basis. Und da die zwei Hasen. Ich denke, ich gehe jetzt mal weiter, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich mal da hoch auf das Schild fliegen soll. Zum Schauen, ob da irgendwas ist. Sieht zwar nicht so aus, als wäre da irgend... Das Spiel übrigens, falls jemand Lust hat, das mal zu testen, auf Steam gibt es eine Demo. Und es ist im Moment jetzt gerade das 18.03.2024. Haben wir das Datum. Ist es im Game Pass auch noch drin? Oder vielleicht bleibt es drin? Ich weiß nicht. Lieber Zane, wir haben deine Freundin gekidnappt. Also es hat immer wieder etwas, wo man neu entdeckt, wo man... Ich finde es echt witzig gemacht, irgendwie der Stil.
Da bekomme ich gerade Lust auf ein anderes so Spiel, das nicht zu der Norm entspricht. Was ich auch noch spielen werde. Aber ich hatte dazu mal Probleme. Also es war noch nicht fertig. Aber mittlerweile sind dort ein paar Patches rausgekommen. Und mal schauen. Ich mach die mal kaputt, ich weiß nicht. Hier würde ich mal sagen, habe ich alles abgeschlossen oder ich weiß nicht. Das scheint aber noch groß sein. Ah, warte mal, da gibt es eine Karte. Sofort evakuieren, Steigangriff. Ich weiß nicht, ob das andere dann schon zu neuen Kartenabschnitt gehört oder so. Der ist am Pennen. Weitere unsichtbare Mauern voraus. Nein. Also wahrscheinlich hat es hier noch ein Geheimnis, oder was? Okay, hier ist das Loch. Hm? Was vielleicht noch sein könnte, ist da hinter dem Gebüsch irgendwie etwas. Okay, da drüber ist nichts. Also so unheimlich hoch kommt man nicht. Ein bisschen hoch kommt man. Hä?
Hä? Spaßzone, Dollar, Shaver, Laundromat, oder? Familienunterkünfte. Das habe ich ja von der Seite schon gesehen, dass da irgendwas ist. Ich habe mich ja schon mal gefragt, was... Der ist hinüber. Ach, die Scherben sind rausgefallen. Farben, CD, Kleider. Steph? Das scheint die Unterkunft von der Kollegin zu sein. Ne? Also das da bin ich, der da. Das ist ja da mein Meister oder Vater. Und das Stefan, ich tue immer den Finger hoch. Oktober 1998. Da sieht man nicht mehr viel. Hm? Peanut Cutter Snacks. Psychos Brot. Also ich weiß nicht, ob das nur eine Geschichte ist, aber ich muss das mal dann recherchieren. Ich weiß nicht, ob der Entwickler wirklich das Spiel programmiert hat auf dem Laptop und dann verloren hat. Oder ob das die Geschichte von ihm ist, den wo ich jetzt spiele. Hi, sorry für die kaputten Sachen und die Kacke. Falsche Wohnung, Entschuldigung, Psycho. Die haben echt da alles zugeschissen. Also die haben so Spritzen irgendwie auf dem Kopf. Hm? Boah. Überhaupt nicht übertrieben mit Kacke. Hm? Ich frage mich ja, wie die da was zugeschissen haben. Psychos waren hier.
Und dann waren die noch in der falschen Wohnung. So, ich muss danach die Scherben mal einsammeln gehen. Kann man nicht aufspringen, okay. Home sweet home. Or used to be with love. Ah, das ist jetzt sein Zuhause. Und die Mutter wurde ja umgebracht. Seins Mutter stinkt BWL. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Portal für weiter oder so, nehme ich jetzt mal an. Oder das Ende. Geht's da mal noch nicht rein? No going back. Kataklysm. Taurus X. Okay, hier hinter die Tür kann ich nicht gehen. Da kann ich gar nicht mehr zurück, oder doch? Da hinten sieht man zwei Paar Schuhe. Also wer auch immer das programmiert hat, man kann ihm nicht vorwerfen, dass die nicht gründlich war. Geh mal da hinten noch schauen, was da noch ist. Am Hinterhof war ich, glaube ich, noch nicht. Okay, das ist hier. Sonst gibt's hier nichts mehr. Das heißt, ich hätte jetzt ruhig durchs Portal gehen können. Es gibt da nichts mehr zu erkunden, glaube ich. Okay, korrigiere, doch, gibt noch etwas. Hinweis, keine Selbstjustizaktivitäten von X-Layern. Polizistenwaffen sind besser als eurer grüner Energiequatsch. Bolse PD. Detroit zerstört. Psycho-Syndikat.
Zumindest kann ich jetzt sagen, ich denke, ich habe alles erkundet. Scheint schon so mit Portalen und so zu sein. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich hab keine Ahnung. Psycho-Ansturm vollständig. Getötete Feinde 83 von 67. Über 124%. Geheimnisse gefunden 5 von 5. Zeit 80 Minuten. Ja, okay. Hab mir Zeit gelassen. The S-Blade has a Hackblood charge. Okay. Karte, das ist die Karte. Hier hat es Geheimnisse 6. Getötete Feinde 0 von 80. Aber ich muss sagen, ich finde das Spiel mega lustig. Ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich komplett durchspielen. Also bis jetzt macht es Spaß.